Hey, Don Camillo, warum so eilig? Denn bedenke, Menschen, die von früh bis spät in Eile sind, leben nicht lang. Capisce? Na, siehst du, Herr, wie weit es die Menschheit gebracht hat. Ach, die Menschheit. Il telefonino, da siehst du es. Hä? Mamma mia, ma quello lì è uno, wo man als Kilo Ostia will verkaufen. Bedenke, in der Eile liegt kein Segen. Arrivederci, Roma. Das war nicht eben nett von dir, mein lieber Don Camillo. Dieser Mensch hat auch keine Zeit. Euer Teufel hätte anscheinend keine Zeit. Wie heißt es in der Offenbarung? Der Diavolo ist darauf gekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wir sollen denen verzeihen, die uns beleidigt haben. Und dann unter uns. Sei nicht so dünnhäutig, Camillo. Wenn ich dich wäre, würde ich solche Parasiten, solche Schwarznasen-Schafsböcke zur Hölle schicken. Mein Freund, vielleicht begreifst du endlich, dass man bei mir keine Politik betreiben soll. Verzeihung, aber ich muss weiter. Warte, du versteckst doch Dinge vor mir. Nur diese Fiasco. Ma, non è mio. Das ist ein Geschenk für Otto. Das gefällt mir. Eine heimliche Gabe besänftigt den Zorn und ein Geschenk im Verborgenen den heftigsten Grimm. Du hattest doch nicht etwa Streit mit diesem Otto? No, no, niente, no, no. Adesso si va in pensione. Und dann sehe ich ihn öfters in der Kirche? Ma così, così. Ma jetzt muss ich wirklich gehen. Don Camillo, setze dich. Iss etwas vom Salami. Erzähl mir von diesem Menschen. Das gefällt mir schon besser. Iss und erzähl weiter. Un padrone. Uomo. Sociale. Und was weiß man über ihn? Otto il Plantag. Jahre 1954. Ist das fünfte von acht Kindern gewesen. Hat früh mit Bauchlöchern gespielt. Ah. Seine Eltern hatten die Restaurante Schmidtstube. Hat er nie gemeint. Er sollte eigentlich Pfarrer werden, komme ich. Hat er sogar etwas Latein gelernt. Ah. Als junger Unternehmer, junge Padrone, hat er Mut. In die Rezession hat er fatto eine Baufirma. Oh. Ma qualche volta lui quando è venuto nervoso, porca miseria, ma lui c'è una mano come ai nebrati, fanno, tutto mitico, sociale, lui è stato sociale, sì. Sempre quando io sono venuto con la borsa, lui ha messo 100 franchi dentro e anche di più. La vita è... Wem sagst du das? Per lui la vita è... Non solo, sono andato solo per lavoro, ma bravo con nonno, sì. Ein Heiliger also. Sociale, sì. Ma Heiliger è qualche volta venuto come un calabrese, come un napoletano. Ma Heiliger würde ich nicht sagen. Das ist ein guter Mann. Und hinter jedem guten Mann steht eine noch bessere Frau. So sagt man doch. La Fernanda. Hatte viel gearbeitet mit Otto. Veramente. Salute a Fernanda. E adesso ist die Nachfolgeregelung. Die Übernahme. In tedesco. Ist geregelt. Come Ivan. Ivan, lui anche se è grosso come Stucchi, come di Schweizer Meister in die Schwingerei. Schwingerkönig. Lui prendi la... Bring's auf den Punkt. Come si dice, wie sagt man, die Firma. Tutto a posto, veramente buono. Ok. Gesù, c'è una domanda. I veri proven, tu segnesti diese Firma. Sì. Così io puoi andare qualche volta con i carri con un po' di soldi per i poverini. Facciamo così? Ma certo, Don Camillo. Adesso musica perché c'è la posta. Beh, perché io devo andare via. Allora, inizio così. Grazie mille per tutto.
E anche per Otto, per Ivan, per la Fernanda. Und so, jetzt geh von dannen, lieber Freund. Husch, husch. Vielleicht sehe ich diesen Herrn Otto mal auf der Feselalp. Und grüße die Festgesellschaft von mir. Architetto, tu fresco, io vado. Sì. Allora, io comincio adesso a una scena aperta, tanti lavoro e fille cheis e mangiare bene. Tutto a posto, A tutto, saluti, ciao bello, Allora. Und mi Vizza, möchte ich Gott merci sagen, der Regisseur, der Dieter leider nicht kann da sein, für das Schauspiel, das er macht, das kleine Film über den Otto. Ich glaube, es ist nicht schlecht gelungen und der Abschluss auch ein bisschen speziell, wenn man direkt herkommt. Und merci vielmals. Tschüss.